Okay, ich bin offensichtlich zu blöd, ein U-Boot zu fahren. Listen, pal. Nice landing, but let's not make it a habit. Ja, vor allen Dingen, wie soll ich das Ding jetzt bitte ins Wasser bringen? Hey, it's Sophia. I am finally meeting you here. You're a clever one. So it shouldn't surprise you that the Sophia at the hotel isn't really me. My real self is on the upper part of the Abbey. I became his tool a long time ago. I have endured such pain. My soul split into pieces. Truth is, I guided you this far not to save Kropt, but to save me. I felt guilty about that. But I was so elated when you answered my call. Despite it all, I thank you. My spirit and my body have lived apart for too long. Perhaps in death, they will reunite. In peace, I'll grant you my power before my spirit diminishes further. Stargazer will guide you, clever one. If you find my body, please help me find peace. My guidance ends here. After images of memories rage on the seaside because of Ergo, please be careful. I can't hold out forever, but I'll support you. I am the daughter of Valentinus, leader of the alchemists. Simon was my father's right-hand man. Ambition overwhelmed him, however, and he spread the petrification disease, taking countless lives. Why would he do that? I don't know. But he brings a dark world upon us. That's for certain. Stop him, however you can. The petrification disease freezes time and memory within the afflicted body. Ergo is the purified essence of that life, trapped by the petrification disease. When I discovered that, it opened my eyes, and I was able to manipulate time using Ergo. Simon, on the other hand, is trying to use my power to fuel his ambition. I wound back your time to protect you, so you could stand against him. So stop him. Save Kropt. Ist das dann so ein bisschen auch die Erklärung, warum ich zum Beispiel, wenn ich sterbe, dann einfach wieder spawn? Weil sie einfach die Zeit zurückdreht. Menno. Okay. Sie ist also nur ein Schatten ihrer selbst. Und was ist das hier? Ist das quasi mehr oder weniger sie oder was? Oder ist es Ergo? Wie zum Geier hast du so geparkt? lass mich ra... Ist nicht nur also irgendeine Art von Schleier oder beziehungsweise irgendein Partikel, was durch die Gegend fliegt, sondern es ist auch gleichzeitig eine Art Wand. Erinnert mich gerade so ein bisschen an Dark Souls 3, Ringed City. Gegen Ende, wo man gegen Gale kämpft.
wo alles in der Gegend scheinbar zu Asche zerfällt oder zu Sand oder so und alles in sich zusammenfällt oder zusammenbricht. Bin das ich? Ah, nee. Warum habe ich das Gefühl, dass Romeo und ich uns kennen? Und dass sie theoretisch meine Schwester ist? Jetzt nur eine Vermutung. Hi, are you trained to be a stalker too? Let's practice together. Call me Lampwick. Na, eine Leiche. He didn't even come to your graduation. I don't care if an old man like that kicks the bucket. Don't say that. It's nice you got any family at all. Let's start talking about this. Oh, she's here. Grab her. Den hätte ich früher gebrauchen können, bevor ich den gekauft habe. Oh, da liegt auch noch ein Item. Da liegt auch noch ein Item. Please teach me how to use a sword. You're a legendary stalker. Ugh, so annoying. Germany, get rid of them. I'm off. Jiminy? Also Jiminy gehört zu jemand anderem. Da hinten ist ein Gegner. Oh, überall diese Brotkrumen, ey. Oh! Spielzeug, nicht Spielzeug. Süßkram. Oh, da ist noch mehr Süßkram. Oh. Oh, Piece of Candy. Scheint eine Art Kernerinnerung zu sein. Da hinten ist noch so ein dickes Ding. Okay. Und ein Stargazer. Das scheint wohl der Stalker zu sein und jemand tot ist. Oh mein Gott. Nein. I'm sorry. I was too late. I wish I'd got here sooner. If I had known this would happen. Also angenommen, gehen wir mal wirklich davon aus, dass das ich bin. Dann Geppetto ist mein Vater. Der sich hat nicht blicken lassen, aus welchen Gründen auch immer.
Wenn das Mädel, das scheinbar meine Schwester wohl ist, oder irgendwas in der Art, Sophia ist, dann ist sie meine Schwester, die mich um Hilfe bittet. Ich bin... wütend wohl gewesen, dass dass Geppetto sich hat nicht blicken lassen mehr. Und keine Ahnung, ist dann wohl im Verlauf dann zum Stalker geworden oder wollte ein Stalker werden. Und scheinbar bei diesem Unterfangen oder bei welchem auch immer oder was auch immer, so rum, ist er gestorben. Bin ich gestorben. Und Geppetto oder wer auch immer hat dann mit der Versteinerungskrankheit Ergo entstehen lassen und das dann wohl dieses komische Herz oder was auch immer verfrachtet, was man da immer wieder zum Beispiel im Menü sehen kann. Und ja, hat mich dann entstehen lassen hier. Strange. It hurts so much. Okay, du hast nichts Neues. I heard it from a recent arrival. Alidoro is dead. I know he's a fake, so it doesn't matter. Still, I wonder what happened to the real Alidoro. The one who saved me. I shudder thinking about it. Do you have any ideas? I wonder what the real Alidoro was like. Right. The fake one wouldn't dare hurt someone like him. It's a pity that I couldn't find out who saved me. I suppose that means he's out there in Krat, maybe saving others. Thanks for finding out. Here's a gift. Far East Princess. Das Kerzenlicht brannte in Sehnsucht nach irgendwas. Muss halt lügen. Das Kerzenlicht brannte in Sehnsucht nach dir. Sag mir nicht, dass du mich liebst. Der heutige Tag ist alles, was ich habe. At the house of Vanini. Ah, Master Vanini's collection box. You have been busy, sir. The house of Vanini deals only in masterpieces and works of special genius, sir. And I'm pleased to say that for you, the private reserve is open. At the house of Vanini. Ah, ich kann mir nichts leisten. Ich habe scheinbar wohl diese Fütterung hier bekommen. Okay. Ja, ich kann mir nichts leisten. Ich habe kein Geld. Ich bin arm. Warum habe ich keinen Ergo? Haben wir noch was hier? Ah, okay. Wir haben noch so eine kryptische irgendwas-Dingens. Den wir den hampelnden Typen hier geben können. I always welcome friends. May I be of service? Ja, hier hast du ein kryptisches Gefäß und versuch dabei nicht ungefähr 200 Mal durch die Gegend zu wippen. Che bello! A brand new design. No, a whole new model. What a thrill! And there we are. Done. Even a brand new model doesn't stand a chance when you're dealing with genius. But the device bordered on genius itself. Required all my intellect. If you ever meet the creator, get me their calling card, won't you? No, oh, sorry, I'm sure you're busy. Just let me know if you ever find out. Ich glaube, den Typen habe ich gekillt. Plus, es hat deinen ganzen Intellekt gefordert. Ja, das hat aber nicht gerade so ausgesehen, wenn du das so schnell entziffern konntest. Ah, verdammt, wo ist das da? Ah. Meine liebste Schwester, bitte verzeih deinem Bruder, dass er gegangen ist, ohne dir etwas zu sagen. Ich behalte diesen Brief, auch wenn ich nicht weiß, wann ich ihn abschicken kann.
Und dann verfolgt mich, weil ich das größte Geheimnis von Krat kenne. Vielleicht treffe ich dich, wenn die Alchemisten aus diesem Land verschwunden sind. Aber bis dahin muss es reichen, dass ich dich aus der Ferne beobachte. Ich werde dich beschützen, bis wir zumindest hier in Frieden leben können. So wie ich dich vor dem Werkstattturm gerettet habe. Es wäre schön, wenn die Menschen eines Tages die Wahrheit erfahren würden. Aber manche Wahrheiten sollte man besser ruhen lassen. Ich sah zwischen den Alchemisten nur allzu oft, wie grausam Menschen sein können. Nachdem ich all die Experimente und Albträume gesehen hatte, für die sie verantwortlich waren, glaubte ich langsam, dass es keinen Gott gab. Statt mich zu offenbaren und dein Leben zu riskieren, ziehe ich es vor, für immer zu verschwinden. Bitte denke trotzdem an mich, wenn du diesen Brief lesen solltest. Wir kamen von jenseits des großen Ozeans. Ich hoffe, dass es in deinem Leben nur Wahrheit gibt und du deinen Namen hier lässt. Ich weiß, dass die Leute dich hier Eugenie nennen, aber dieser Name wird dich schützen. Bitte vergiss bis dahin nicht deinen richtigen Namen. Dein Name ist... Das Ende der Passcode-Entschlüsselung ist beschädigt und daher nicht zu gebrauchen. Und vielleicht etwas, was für DLC-Sequel ist? Weil man hat nämlich ein Bild sehen können, wo man scheinbar auf einem Schiff ist. Also entweder ist es Part von einem DLC oder ist es Part von eventuellem Sequel. Also wird man womöglich in den Fernen Osten vielleicht reisen. Und dann Nioh 4 spielen oder so. Oder nee, Nioh 3. Nioh 3 würde eher seinen Sinn machen. Sinn ergeben. Genau. Und das gelbe Ergo ist das Amrita. You're here. That's... Ah, ich kann nicht reden. Okay, schade. Hätte ich jetzt ihr gegeben eigentlich, aber na gut. Ja, ich kann mir eh nichts leisten. Ich bin arm wie eine Kirchenmaus. Oder auch nicht. Ja, oder auch nicht. Oh, 7000 Ergo. Bin jetzt eigentlich davon ausgegangen, dass ich eventuell etwas Neues bekomme, um ein neues Versteck oder so zu finden, aber dem ist offenbar nicht so. Na gut. Ich kaufe mir die Fütterung nicht. Ich bin eh zu schwer, fast. Und ich glaube, das bringt nicht allzu viel. Ach, verdammt, ich brauche noch einen. Gibt's noch mehr? Ah ja, ich kann abquarzen, genau, stimmt, kannst vergessen. Hier gibt's gerade nicht mehr, wobei es kann sein, dass Hugo hier ist. Mal gucken, was der so sagt. Der wird bestimmt hier hinten sein, wa? Yep. Der ist irgendwie klein. Hey, I didn't think we'd meet again. I've just come back from the Relic of Trismegistus. And I had no idea it was connected to the hotel. I should add that to my map. It was grim work out there. I found the real Alidoro. He's dead. Probably died heroically, seeking one last score. I buried his body and collected his belongings. It's a tragedy. He was a real professional and an inspiration to the next generation. I'm planning to continue his legacy. And like I said, I'm an explorer, not a fighter, so you would know. Is this weapon any good? If you're worthy, I'll give you Alidoro's weapon. Was meinst du mit, wenn ich würdig bin? Soll das heißen, ich habe hier alles gekauft und kriege danach etwas, was ich dann sonst nicht kriegen kann? Oder wieder was? Wenn du weißt, dass du würdig bist, gehört seine Waffe dir. I want to give Alidoro's belongings to someone who knows their worth. It's what he would have wanted. If you can prove your worth, his weapon is yours. Ich guck mal ganz kurz. Ich guck mal ganz kurz, weil ich wissen will, ob das irgendwie
damit was zu tun hat, was ich gerade vermute. Was muss ich hier schreiben? Machen wir Alidoros Weapon. Alidoros Weapon. Okay, es ist womöglich eine etwas falsche Übersetzung. Das, was hier gemeint wird, sind halt die Items. Also, I wanna give Alidor. Na, wenn du dich als würdig erweist, bekommst du diese Sachen hier. Es sollte eigentlich nicht Waffe heißen, sondern Waffen. Seine Wertsachen. Scheinbar, weil ich habe da gerade so einen Reddit-Post gesehen gehabt, wo niemand irgendwas gefunden hat und das womöglich schlichtweg einfach eine etwas falsche Übersetzung ist. Bisschen enttäuschend, aber gut. Hätte ja sein können, dass du vielleicht alles sammeln musst und dann kriegst du nochmal was extra oder so, weißt du? Haben wir hier noch was Tolles? Nee, ne? Achso, warte mal. Kann ich leveln? Schwarzmeerküste. Na dann? Ach so, Schallplatte! Ganz vergessen! Die Schallplatte! Oder Schallplatten! Ich muss die mir ja anhören, vorausgesetzt, die haben so einen Pappschuber. Wenn sie die nicht haben, dann ist es nicht wichtig. Hab ich ganz vergessen. Na dann mal gucken, ob ich da irgendeinen Pappschuber dran hab. Könnte sein, weil das hier so am Funkeln ist. Jupp, ich hab zwei. Okay, dann werden wir jetzt für ungefähr die nächsten 7 Minuten Musik hier hören. Mit Gesang oder ohne? Scheint wohl ohne zu sein. Na, ist ohne. Ich weiß nicht warum, aber wenn ich diese Musik höre, könnte man eigentlich fast schon meinen, die würde so ein bisschen in so ein Persona-Spiel reinpassen. Naja, jetzt wieder doch nicht. Jetzt wieder doch nicht, nee.
Und falls man sich jetzt wundert, warum höre ich mir das an? Ganz einfach, weil ich dadurch Menschlichkeit bekomme. Wirst du in ungefähr 2,5 Minuten sehen. Oder? Ne, 1,5 Minuten. Finde ich aber interessant, dass das hier ist. Dass du quasi einfach Musik hören sollst. Und dadurch etwas triggerst. Nicht irgendwas großartig machen, nicht irgendwie spielen, einfach nur Musik hören. Finde ich irgendwie interessant. Ist ein nettes Gimmick. Wie spricht man das eigentlich genau jetzt aus, dieses Ära? Ära? Oder einfach nur Ära? Vor allem, warum ist das A groß? Sehe ich jetzt erst. Was ist ein Grund, dass das groß ist? Ich weiß übrigens eine Sache nicht. Ich weiß nicht, ob man pausieren darf. Das will ich auch nicht ausprobieren, ehrlich gesagt. Weil ich möchte nicht, dass ich dann am Ende dann nochmal 3 Minuten Musik hören muss, deswegen. Reicht schon, wenn ich jetzt quasi ungefähr 7 Minuten jetzt nur Musik mache. Aber ich muss wirklich bis zur letzten Sekunde das hören. Und dann wird's getriggert. Und der Pappschuber ist weg, wie man hier sehen kann bei Misty Era. Na dann. Far East Princess. By the way, für diejenigen auf YouTube, die gerne skippen möchten, ihr dürft ruhig skippen, wenn ihr wollt. Wie gesagt, geht hier nur circa 7 Minuten. Es sei denn, ihr wollt das ruhig hören, dann viel Spaß.